zur Pressekonferenz nach dem zweiten Heimspiel des OHC. Auch dieses wurde erfolgreich gestaltet. Endstand, mal gucken, ich glaube 35:26 gegen den Stralsunder HV. Ich habe auf eurer Bank Leute lachen sehen. Ich glaube, das war eher ein sarkastisches, ein ironisches nach den Schiedsrichterentscheidungen. Wie hast du auf dem Feld die 60 Minuten erlebt? Ja, erstmal glaube ich das Wesentliche. Herzlichen Glückwunsch an Oranienburg. Völlig verdient gewonnen am Ende auch. Also unabhängig von irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen. Ihr habt uns überrascht mit der offensiven Abwehr. Da sind wir schwer ins Spiel gekommen. Haben zu einfache Fehler gemacht, technische Fehler, Abspielfehler, war wahrscheinlich auch das Ziel. Gut gemacht. Dann uns ein bisschen geschneit abkaufen lassen und dann kam leider über zu lange Zeit zu wenig Gleichgewicht von den Unparteiischen, wo wirklich leider in einer Regelmäßigkeit Entscheidungen aus meiner Sicht gegen uns gepfiffen wurden. Also es ist ja schon spannend, wenn am Ende selbst die Heimzuschauer so zum Teil auf die Gästeseite kippen, weil es einem schon fast leid tat. Also man musste es zum Schluss mit Galgenhumor nehmen. Weder die rote Karte gegen Linus Kropin war, es waren zwei Minuten, selbstverständlich, ja, hinten dran. Aber die Begründung auch leider mit rationalen Entscheidungen wenig zu tun. Und wenn ich zum Schluss sogar noch den Spruch bekomme, was, du traust dich nochmal aufs Feld, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also so wirklich auch sehr provokant gewesen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn zu den Schiedsrichtern. Ich denke, ihr habt euren Stiefel runtergespielt, auch mit dem siebten Feldspieler dann einfach eins nach dem anderen nachgelegt. Was ich sehr wichtig finde, wir haben uns vorgenommen, ein anderes Bild zu zeigen als letzte Woche zu Hause. Wir wollten bis zum Schluss emotional sein, wir wollten zusammenstehen. Linus Kropin, Leistungsträger, weggefallen mit Rot. Maximilian Missling, Leistungsträger, weggefallen, weil umgeknickt. Wir sind sowieso schon mit sehr wenigen heute hier angereist. Es ist nicht gewöhnlich, dass ich mitspiele, habe halt auch sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Und deshalb, unser Ziel war, ein besseres Bild, deutliche Steigerung zu letzter Woche zu machen. Auch wenn das Ergebnis das vielleicht jetzt nicht widerspiegelt, es war aus unserer Sicht so. Und wir wollen darauf aufbauen. Wir sind Aufsteiger, das wussten wir. Und nächste Woche zu Hause gegen, jetzt will ich nicht lügen, Northeim, wartet die nächste Aufgabe auf uns. Und wir wünschen euch natürlich auch maximale Erfolge weiterhin. Und ja, so ist das. Ja, Silvio, erstmal auch von mir Glückwunsch, viertes Spiel, dritter Sieg. Es waren hier viele in der Halle, die von einem Heimsieg ausgegangen sind, die von einem deutlichen Heimsieg ausgegangen sind. Frage an dich, wie schwer ist so eine Aufgabe tatsächlich und hat es deine Mannschaft so umgesetzt, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, erstmal danke, Steffen, für die Glückwünsche. Ich denke, wir haben uns da schon ein bisschen was vorgenommen, gerade als wir euch dann erlebt haben im AT-Cup, wo wir uns auch mit, glaube ich, 8 oder 9 Leuten bespielt habt. Natürlich fehlt da immer eine Analyse vom Gegner und natürlich Wurfbilder und Spielerprofile, die man jetzt alle hatte. Was es nicht unbedingt leichter gemacht hat, weil natürlich von Spiel zu Spiel Spieler leider aus Stralsunder Sicht weggefallen sind. Wo wir natürlich jetzt auch nicht wussten, okay, wer spielt jetzt, wer nicht. Tut mir natürlich unglaublich leid, dass man so in die Saison starten muss. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass ihr schnell Leute zurückbekommt, obwohl, wenn ich dann sehe, dass das dann ein Achillessehnenriss ist und andere Geschichten, dann, ist das echt richtig bitter. Tut mir echt leid. Für uns war es wichtig, dass wir wieder unsere Mentalität mit aufs Feld bringen. Also die letzten Spiele, die wir gezeigt haben, sind wir alle sehr, sehr gut angegangen. Und ich glaube, das, was wir vielleicht an Pfiffen in Bernburg nicht bekommen haben, haben wir heute definitiv pro auf unserer Seite gehabt, sehe ich auch so. Muss man auch mal sagen, ist jetzt im vierten Spiel, glaube ich, das erste Mal, dass eine Schiedsrichterleistung für uns ausgefallen ist. Deutlich. Ja, ist so. Trotzdem war es für uns dann irgendwo wichtig, natürlich unser Abwehrkonzept durchzubringen. Wir spielen die 3-3 regelmäßig, wir spielen die 5-1 regelmäßig und auch die 6-0. Und ja, natürlich, wir wollten am Anfang Fehler provozieren. Wir wussten, dass da dann vielleicht ein schmaler Kader dann zur Verfügung steht, um dann schnell rauszukommen, den Gegner weit wegzuhalten vom Tor.
waren dann in vielen Situationen leider den einen Schritt immer zu spät dran aus den Rückraumwürfen, die Stralsund dann kreiert hat, wo tolle Würfe bei sind, ohne Frage. Da ist auch eine individuelle Qualität dann hinter. Und dann war es für uns wichtig, in der zweiten Halbzeit mal wieder eine Lösung zu kreieren mit einem siebten Feldspieler, wo wir vielleicht ein bisschen näher ans Tor rankommen. Das haben wir ganz gut gemacht. Ich glaube, ein Tor aufs leere Tor kassiert. Und ansonsten aber kontinuierlich hätte aus unserer Sicht natürlich, lassen wir noch ein paar Bälle zu viel liegen, einfach freier Einwurfschancen. Aber dennoch bin ich damit zufrieden. Wir haben, glaube ich, viele Torschützen, die sich mehrfach eingetragen haben in die Torschützenliste. Und von daher bin ich da erstmal glücklich, dass wir dieses Spiel dann auch erfolgreich bestreiten konnten. Danke sehr. Gibt's Fragen? Nee, also in der 6-0, klar, dieses System habe ich übernommen, weil ich das gut finde, dass der Innenblocker, der draußen verteidigt, auch draußen bleibt und nicht mit diesen ständigen Hin- und Herwechseln. Ich glaube, das kann man gut verteidigen mit großen Innenblockern. Wir haben keine Riesenleute im Kader und von daher möchte ich gerne, dass wir aktiv verteidigen, nach vorne verteidigen, den Gegner weit weghalten. Die offensiven Varianten sind jetzt dazugekommen. Ich glaube, Oranienburg stand immer für eine sehr, sehr stabile 6-0. Wo ich aber wusste, wir müssen uns was einfallen lassen, um den Gegner auch mal wieder vor eine Aufgabe zu stellen. Da sind wir mit zwei Systemen noch mit dazugekommen. Und im Angriff, okay, das mit dem siebten Feldspieler haben wir in der Vorbereitung vermehrt geübt. Gerade dieser Rückwechsel ist extrem schwierig. Und dass wir auch gute Entscheidungen treffen natürlich. Ja, das ist ebenfalls mit dazugekommen und ein, zwei Sachen. Aber ich glaube nicht, ich habe halt, viel von Christian auch übernommen und auch viel gelernt. Und von daher, ja, habe halt einen anderen Stil als Christian vielleicht in der Führung, weil er ein sehr, sehr natürliche Autorität einfach mitbringt durch seine Präsenz und Körpergröße. Und ja, da bin ich ja noch relativ unerfahren jetzt im Trainerbusiness im Gegensatz zu Christian. Von daher muss ich da schon vielleicht ein Stück weit anders agieren. Vielleicht an dir ganz kurz, wie ist denn in der Mannschaft so ein Gespräch zur Serie überhaupt? Ist man da irgendwie so ein Bild zu Ende oder verarbeitet oder gar nicht gesprochen? Ja, die Serie kann ja durchaus sein, dass alle zusammenbrechen. Ja, wir haben tatsächlich vor dem Spiel gesagt, wer weiß, ob es das letzte Spiel ist. Also wenn man jetzt in die zweite Liga guckt, wurden vier Spiele abgebrochen, in der dritten Liga glaube ich sogar noch mehr übergreifen die Staffeln. Und dann haben wir ganz klar gesagt, Männer, warum machen wir das Ganze hier? Weil wir gerne Handball spielen, weil wir Spaß dran haben. Klar sind wir ein kleiner Kader, aber wir wollen ja heute als Mannschaft einfach unserem Sport nachgehen und wer weiß, vielleicht ist das letzte Spiel und dann haben wir wenigstens nochmal zusammen Gas gegeben. Vielleicht haben wir zum Schluss Erfolg feiern können, wer weiß. War jetzt heute leider nicht so, aber ich denke, wir haben trotzdem gezeigt, dass Handball ein schöner Sport ist und so gehen wir auch ins nächste Spiel. Hoffen, dass es nächste Woche stattfindet, klar. Mit dir so ähnlich sicher, oder? Das ist ähnlich, aber ja, also ich sehe halt den großen Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat und betreibt. Weiterhin und da würde ich es halt echt schade finden, auch wenn ich natürlich die Beweggründe dann natürlich verstehen könnte, wenn die Serie abgebrochen wird. Aber ja, wir wieder so eine Floskel, wir gucken halt von Spiel zu Spiel und hoffen, dass das nächste Spiel stattfindet und das nächste und das nächste und dass wir so eigentlich, ja, wie Steffen schon sagt, dem nachgehen können, warum wir eigentlich mal irgendwie damit begonnen haben. Ne? Also Spaß haben, natürlich, dass natürlich irgendwo in der dritten Liga dann auch nicht immer leicht zu verkaufen ist bei viel Trainingseinheiten und viel Zeitaufwand. Aber dennoch ist es wichtig, den Spaß natürlich mit in den Vordergrund zu kehren. Das versuchen wir jetzt. Vielen Dank. Apropos Trainingseinheiten, Mannschaft hat Montag wieder freigefordert. Robin Manderschein sagt, wir probieren es mal wieder, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Was müssen Sie machen, damit es kriegen? Wir müssen warten, bis die englische Woche kommt, wo wir am Freitag spielen und am Sonntag. Und dann kriegen sie den Montag darauf frei. Aber ja, also das geht halt nicht, weil wir Dienstag frei haben und wir werten grundsätzlich Montag die Spiele aus. Und das ist wichtig, um dann auch sofort mit einem freien Kopf in die nächste Aufgabe starten zu können. Und Krafttraining, ja, gehört dazu.
im Handballsport. Von daher wird es da leider auch am nächsten Montag keinen frei geben. So, unsere Gäste wollen nur, trotzdem von mir noch ganz schnell eine Frage, wenn du selbst die englische Woche ansprichst. Nächste Woche geht es nach Leipzig, danach Höhepunkt 1, ein Freitagabend-Heimspiel, gibt es nicht so wahnsinnig auf. Zwei Tage später das Derby in Berlin. Welche Herausforderungen sind das für dich als Trainer und für das ganze Team? Boah, das, ich glaube für jeden gleich. Also da ist viel Input, den man der Mannschaft mitgeben muss irgendwie. Und wir werden es halt auch, wir haben lange diskutiert auch mit der Mannschaft, wie wir verfahren, aber wir werden es halt so machen, dass wir Freitag, wie gesagt, das Spiel spielen und normal trainieren und dann, wenn wir uns Samstag nochmal treffen, zum Video schauen und zur Regeneration und dann Sonntag gegen die Füchse. Ja, muss man mal gucken, wie wir das wegstecken, aber ja, angenehm ist was anderes, glaube ich, weil ich glaube, wie bei Stralsund gehen ja alle irgendwie noch einen Job nach. Und ja, ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, dass man sich mit 6 Staffeln dort einen großen Gefallen getan hätte, gerade wenn es Ausweichtermine gibt oder Spiele abgesagt werden müssen. Aber gut, so entschieden worden. Danke. Alles ist glücklich. Dann bedanke ich mich. Wünsche Steffen Fischer und seiner Mannschaft alles Gute. Gute Heimreise. Viele weitere Saison. Alles Gute. Dankeschön. Sehr schön. Schönes Wochenende. Bis bald. Bis dann. Ciao. Gut.